Das waren wohl seine blutigen Handabdrücke. Und weiter geht's. Einmal nachladen. Oh, ich dachte schon, ich habe keine Batterien mehr. Oh Gott, keine Batterien hier, wäre ich der. Not like I do. Bett. Nein. Nein. Könntest du bitte nicht. Bitte Kuh. Oh, Scheiße. Na toll. Ich hoffe, ich habe jetzt die richtige Wahl getroffen. Ich hoffe, das ist keine Sackgasse. Oh nein, ist auch da. Oh. Was passiert hier jetzt? Oh ja. Ach da. Oh, ich muss rein weiter. Und noch eine Leiter. Okay, das soll ich lassen lieber. Moment. Jetzt kommt so der Plot-Twist, wir sind die ganze Zeit im Zimmer nur im Kreis gelaufen. Achso. Hä? Ah, wir können noch einen hoch, okay. Kapitel 15. Oh. Und Gott sprach durch den Mund Ezekiels, dass seine Ohren bluteten, seine Zähne knirschten und Samen seine erregten Lenden verließ, und seine Worte waren das Blut Jesu. Und dieses Blut war ein Fluss, der das faule Holz der Bäume heilte, aus denen die sieben Nationen entsprangen, beim Blut des Lammes. Das spinnäugige Lamm wird auf ewig fallen. Und wer verbleibt, wird kein Licht brauchen, weder Kerze noch elektrische Flamme, denn Sicht sei ewige Morgenröte.
Versteckt nicht meine Prophezeiungen. Schreibt sie nieder, Wort für Wort, euer ganzes Leben. Denn ich bin, wie ihr, ein Diener und der Prophet unter unseren Brüdern, unter euren Brüdern und Vater und als Hirte sage ich nur dies. Gott wird euch entlohnen. Mhm. Seid ihr schmutzig, seid ihr gerecht. Seid ihr ungerecht, seid ihr gekleidet in Scham oder in Ruhm. Gott wird euch entsprechend ficken. Und dies sei eure Belohnung. Wir alle sind das A und O und Ezekiel, der Erste von allen. Und du wirst den Baum des Lebens besteigen und an ihm gekreuzigt. Yay! Nur die Auserwählten des Herrn werden Schutz finden in Tempelgate. Denn im Rest der Welt sind die Huren und Mörder und Götzenverehrer, Pharisäer, Zöllner, Lästerer, Steuersammler und Tyrannen. Und die Engel sprechen, Gott wandte sich für den Menschen ab, bis sein Sohn Jesus Christus kam und vor euch Zeugnis ablegte. Jesus Christus wandte sich den Menschen ab, bis sein Prophet Sullivan kam und vor euch Zeugnis ablegte. Und jedes Wort des Propheten ist wahr, denn es steht in diesem Buch. Und in diesem Buch ist dies die Wahrheit. Ihr solltet dies bezeugen und in euch sei das Buch des Lebens und ihr sollt in dieser heiligen Stadt leben. Und ihr sollt sagen, komm schnell, Offenbarung, selbst in mein Leid, selbst im Tod meiner Kinder, komm her und gib mir Paradies. Die Gnade des Herrn und seines Propheten Sullivan Notz sei mit euch. Amen. Ach, der Sullivan, das ist mir ja netter. Ja, da ist also mit Jesus hier Best Buddy, ne? Da findet der Jesus bestimmt total toll. Kamera zu... Was? Unless you answer no. Fine. Then you have to give up. If you say I win, I'll let you up. Okay. You have to say it. You win, okay? You're such a pushover, Blake. But? Jessica? I don't know why you have to be so precious about it. Did Lynn ask you to ask me? I asked first. Hmm. So? I don't know. Nerd. Shut up. You are. She said to ask, didn't she? Maybe. I don't know. I just wanted to know. You're a nerd too. I know. Thank you.
You think your parents are home yet? No. Usually not until after dinner. You think I could come over? Yeah, sure. Why? Why what? Like, why do you want to come over? I don't know. What don't you know, Jessica? Oh, sorry. We... What are the two of you doing in here? I'm sorry, Father Loudermilk. We stayed after school for journal? We were just leaving. Let's step back into class, please. Blake? You're not in trouble yet, Blake. You don't want to get in trouble, do you? Just stay with me. I want you two to tell me what you were doing in here. Were you misbehaving? Do I need to call your parents? Jessica, do I need to call your father again? No, please. I only want us to be friends. Nobody's in trouble yet. Does one of you think you can make this right? Jessica? Jessica, look at me. Will you pray with me? Will you help me make this right? Why don't you go along home, Blake? Don't go. Did I interrupt something between you two? It wasn't like that. Then what did you want? You won't say? You know, shame is a gift from God to let you know right from wrong. And what you want is very wrong. Go home and pray. Stay. I want you to stay. Blake, please. This is awkward enough. Nothing's the matter, but I need you to leave us. Don't. Don't. Everything's okay. You can leave, young man. Walk away. Ich konnte halt nicht zur Tür rein. Warum ist die Tür hier auf? Ist die blonde Frau Jessica? Das kann nicht sein. Jessica ist ja tot. Fuck!
fuck! Lynn! 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 You're alive. You're pregnant. How are you pregnant? Please. I don't want to die here. I don't want our baby to die here. I won't. I won't let them kill you. We have to get out of here. Jetzt halten wir sie auf. Wie ist das denn passiert? Was? Hä? Jetzt halten wir sie. Die sieht aus, als wäre sie gerade geboren worden. Weißt du, was ich meine? Das sieht alles aus, als wäre sie gerade geboren worden. Oh, warte. Kurz. Hä? Was? Was ist denn hier los in dem Spiel? We're out. I got Jessica out. It was cold, but the snow had just started. We'll find a grown-up, and we'll tell them what happened. We'll be okay. Was? It's not my fault. Der ist jetzt voll durch. Das ist nicht Jessica. Was ist los mit dir? Guck mal, du bist Blake. Oh, wo ist das für ein Kind? Wo ist Martha? Wo ist der Vater Not? Und wo ist die Frau? Was ist das? Was ist mit ihr? Was ist da gerade auch passiert? Ich habe so viele Fragen. Ich habe noch mehr Fragen als zu Anfang des Spiels. Okay, das ist gar nicht so gut. What the fuck? We have to find shelter. As far from those places we can get. Yeah. Oh. Kriegt ihr jetzt solche Baby? Und wenn ja, was kommt denn da raus? Wie schnell ging das? Und wie lange bin ich hier? Dangerous. You can't. We can't stay out here. Help me down, please, Blake. Okay, okay. Jesus. Be careful. Ah! Fuck! Fuck! Lynn! You okay? I'm coming down. It hurts. I'm sorry. Was geht mit den Christen hier ab? I need to lie down. Back here. Oh. Oh. Okay. Okay. I just. It's gonna be okay. Oh shit! Come on! Come on! Martha? Boah, mit wem, ey? Wie ungeil ist das denn? Glaube ich. Aber wir müssen erstmal hier irgendwie in Sicherheit. Scheiße. Wirf's doch einfach unterwegs ab. Da ist doch was zum Hinlegen. Guck mal hier. Ich geh da dahin. Nein? Okay. Martha.
you! And fuck your god! Hey, ich will Martha richtig filmen. Dankeschön, wegen dir kann ich jetzt nicht richtig filmen, verdammt. Das Ende von Martha. Sie wollte doch nur... Naja, was auch immer sie wollte. Sie wollte es anscheinend. So, darf meine Frau mal bitte irgendwo jetzt ihr Baby abwerfen? Ich habe keine Ahnung, wo wir hinlaufen, aber es sieht ganz okay aus. Boah, was ist das denn? Oh, shit! Blake! Is it the baby? Yeah, she's coming soon! She? Was? Das ist mir so eine abgedrehte Scheiße. There! The chapel! We can take shelter! Ein völlig normales Verhalten von Grabkreuzen. Ein völlig normales Verhalten der Sonne, des Mondes. Ich habe keine Ahnung. Jesus. Fuck. The storm's getting worse. Was ist denn hier los? Das ist ja einfach alles so. Wie krank das einfach ist. Lieber eine Batterie. So, Lynn said you haven't even kissed her yet. What? Like in Beauty and the Beast? Oh, you mean drama. The play. We're saving for the, like, actual night. Uh-huh. We are. Okay. We, like, cheek kiss. So, like, is she your girlfriend?
Tell me, or else. Or else what? Stop it, get off. I got you again. That's the child, isn't it? My God. I've taken care of my children. But yours, I am powerless against. The child's too strong already. You've murdered paradise. God has gone silent since the storm, the birth. Who will he have if he destroys us all? Who will he have left to punish? I killed my children, all of them, every last one. There's no more perfect faith than that. And still, God is silent. Kill that child if you can. If you love anything at all, crush its skull under your heel. I know God doesn't hear dead men, but I expect he answers them. Yeah. Ja, die schaffen es immer, sich eben noch zu übertreffen. Hand abschneiden. Penis fast zersägt mit Boden. Und jetzt mal eben eine leckere Geburt auf dem Strecktisch. Ich wollte die Geburt filmen, aber ich konnte meine Kamera nicht zücken. Ich habe die rechte Maustaste gedrückt. Na, okay, das ist aber nicht so detailliert. Lynn, tut mir leid, das ist sehr, aber das ist doch alles nicht real, ich meine. Ah doch, ist doch, ja. Das ist doch sehr detailliert. Müsste aber eigentlich ausgefledderter aussehen, oder? Oh, warte ganz kurz. Er hätte einen viel grausameren Tod verdient. Das, was viele immer gemein finden, ist, dass ich als Frau schon auf die Penisse und jetzt auch zum Beispiel auf die Mumu einfach voll drauf filmen kann. Wenn ein Mann das jetzt gemacht hätte, und das finde ich immer so doof. Es sei denn, der macht so irgendwie so, dann ist es echt eklig. Aber man kann sich das ja mal hier angucken im Spiel, mein Gott. Hier. The priest dies. You didn't have to do anything. You were a child. Nobody could expect anything of you. None of this is my fault. Aber die war doch, wie kann, ich muss. Judas! Wie lange nicht gesehen, du alte Kacke. Wo ist denn deine Olle? Naja. Ja. Oh. Bibi. Wir werden dem Baby nichts tun.
gonna be okay. You have her. She'll get to grow up. She'll do everything she was born to do. I'll never let you go. You never let me go. Now the light has gone away. Savior, listen while I pray, begging thee to watch and keep, and send me quietly to sleep. Watchful Savior, wash away all I've been wrong today. Help me every day to be gentle, gentle, more like thee. Wir hören uns nach den Credits wieder.
So, ja. Was? Wo bin ich? Ich fühle mich gerade, als wäre ich einen Marathon gelaufen auf scharfen Nägeln und ich hätte immer und ich musste immer weiterlaufen und weiterlaufen und hatte keine Zeit, mich auszuruhen oder mal nachzudenken. Also erstmal, dass das Ende an sich, jetzt mal von der Story abgesehen, das Ende an sich fand ich halt so episch eigentlich. Aber ich habe mehr Fragen, als ich Antworten gekriegt habe. Weil ich war mir die ganze Zeit. Ich bin mir immer noch sicher, dass vieles halt natürlich nicht so passiert ist, wie es da war. Mit der Prophezeiung, mit den Heuschrecken, mit dem Blut, was vom Himmel fiel und sowas alles. Und ich versuche gerade, das irgendwie in meinem Kopf zu ordnen. Es liegen so viele, Tage zwischen dieser ersten Aufnahme, wo ich so viel aufgenommen habe, dass ich mir erstmal, glaube ich, privat nochmal einen Kopf machen muss um das Ende. Der Pfarrer, der hat ja dieses wirklich auffällige Muttermal. Das heißt, der Vater war auf jeden Fall das Monster, das uns da immer verfolgt hat. Ist ja von der Stimme her. Da frage ich mich aber trotzdem, wieso hat er dieses auffällige Monster? Weil es sind ja die gleichen Stimmen, dann konnte man sich ja eigentlich so zusammenwurschteln. Das ganz am Ende gerade, denn ich lass dich nicht los. Wieso war Lynn auf einmal so hochschwanger? Wie lange waren wir da zur Hölle unterwegs? Wieso immer diese Flashbacks? Wieso das helle Licht? Die Theorie, die ich hatte, die fand ich eigentlich sehr schlüssig mit der Hypnose, dass das schon damals in der Schule anfing. Ich weiß nicht. Es steht, also grundsätzlich, bei solchen Spielen, es ist so, wenn ich dann, ich frage immer, hey, schreibt mal eure Theorien bitte in die Kommentare. Und das hilft mir immer voll, das hilft aber auch euch voll und die Leute diskutieren dann die ganze Zeit mit. Also schreibt einfach in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich habe gerade echt so ein paar Fragen für mich. Wir hatten ja das Kreuz von Jessica, als sie so nah auf uns, als sie uns so an sich zog, ne? Kurz bevor die, die blonde Olle, die Mutter, ich habe keine Ahnung, wie ich sie nennen soll, also nicht die Mutter, die blonde Olle auf jeden Fall. Die Nackte, bevor die sich so uns so an sich zog. Und dann kam Jessica. Da habe ich erst kurz gedacht, okay, blonde Haare. Ist das Jessica, ne? Aber das macht ja keinen Sinn mit den Erhängten. Nur das mit den Erhängten. Ja, sie hat sich erhangen, wohl. Aufgrund, wir haben ja gesehen, was. Genau, das war auch ganz komisch. Wir haben, ne, es wäre ja hier Jessica erhangen, bla bla. Und dann der Typ, ich dachte, okay, der hat bestimmt vergewaltigt und so. Und dann haben wir aber gesehen, dass er sie wohl irgendwie geprügelt hat. Und es ist so seltsam alles. Ich muss jetzt vielleicht wirklich erstmal meine Gedanken sammeln. Und das ist sehr hart. Also Outlast 2, jetzt abgesehen von allem, ist ein echt gutes Spiel gewesen. Es ist viel länger gewesen auf jeden Fall als der erste Teil, finde ich. Und ich weiß nicht, wie es andere gemacht haben, ob sie einfach durchgerusht sind. Natürlich bin ich auch das ein oder andere Mal gestorben. Ich will gar nicht wissen, wie es auf Albtraum ist. Aber ich glaube, hätten die noch. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, hätten die vielleicht noch ein Jahr oder ein halbes Jahr mehr gehabt, dann wäre es perfekt gewesen. Also hier und da merkt man, dass irgendwie man hätte noch mehr machen können, aber vielleicht die Zeit nicht da. Aber ansonsten ist es halt echt, ich bin begeistert. Also Outlast 2, Outlast 3 darf gerne kommen. Ich weiß nicht, in was für ein Setting man das machen könnte. Aber erstmal, hierfür wird es bestimmt wieder ein DLC geben. Und darauf freue ich mich voll, dass vielleicht auch nochmal andere Sachen klären wird. Ich habe so ein bisschen gehofft, dass wir Pi und Mel, jetzt mal ganz im Ernst, hier in den Teil wieder treffen, weil die beiden ja schon so ein bisschen aussahen wie so Hillbillies. Und da habe ich gedacht, ah geil, das wird ja irgendwie passen. Vielleicht sehen wir die ja mal und die verschwinden dann und tauchen dann halt später im Asylum wieder auf. Wobei man gar nicht weiß, von der Zeit her, wann das hier spielt. Zumindest habe ich gar nicht darauf geachtet. Also ich bin, Ja, das ist, ja. Jetzt muss ich erstmal ganz viel nachdenken. Scheiße. Geiler Soundtrack auf jeden Fall. Marthas Tod auch eigentlich sehr geil, muss ich sagen. Und ich würde das so gern jetzt zusammenfassen gerade, so dass die anderen Let's Player immer machen. Aber ich kann es einfach gerade nicht, weil ich bin so fertig mit der Welt einfach. Scheiße. Aber ich fand dieses mit an die Hand nehmen, das fand ich irgendwie krass, muss ich sagen. Die zwei Szenen.
Okay, Leute. Der Chor war auch ganz schön. Der hat ja irgendwie beruhigt. Auch trotz des doch gruseligen Hintergrunds hier.